So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Sports Gaming Channel. Heute ein angekündigtes Video, wer es gestern oder die Tage gesehen hat, je nachdem wann ich das veröffentliche zu meinem Patch Update 3.5.0, der weiß, dass ich ein solches Video mal als Real Talk veröffentlichen möchte und auch ein entsprechend adäquates Video euch die Tage dann entsprechend auch noch veröffentliche zum aktuellen E-Football, also quasi dem Nachfolger von Pro Evolution Soccer und dem Konzept und wie sehe ich das Spiel die nächsten Monate und Jahre. Denke mal, beide Videos ganz interessant. Heute aber ein für mich sehr wichtiges Thema und zwar Goodbye Pro Evolution Soccer. Das ist ein Real Talk Video. Ihr seht im Hintergrund hier einfach ein Spiel, was ich stumm geschaltet habe, einfach ein bisschen als Gameplay. Lehnt euch zurück und hört mir einfach die nächsten Minuten zu, was ich einfach zu der ganzen Geschichte sagen möchte. Wir schreiben Ende der 90er Jahre. Ich habe das Spiel ISS Pro Evolution im damaligen Mediamarkt Konkurrenten Promarkt entdeckt und es wurde gekauft. Das muss 98, 99 ungefähr gewesen sein. Der Nachfolger ISS Pro Evolution 2 kam dann auch schon relativ zeitnah raus. Ich habe das Spiel damals durch Zufall entdeckt und fand es cool. Fand es richtig cool, auch wenn es keine Originallizenzen hatte. Man konnte die Namen editieren, die Mannschaften editieren, die schon oftmals mit ähnlichen Logos und auch ähnlichen Namen schon so ein bisschen dann auch gezeigt haben im Spiel, was eigentlich für eine Mannschaft, für einen Verein, für eine Spieler dahinter stecken. Ich habe ultra viel Spaß damit gehabt. Es war mein Offline-Couch-Spiel. Es war sicherlich das wohl meistgespielte Spiel, die meistgespielte Spieleserie von mir bis heute im Bereich der Videospiele. Und ich habe ultra viel Spaß gehabt. Ihr kennt es alle. Ich habe teilweise Stunden und Tage mit Editieren verbracht. Die Memory Cards. Wer erinnert sich noch an die PlayStation 1? Es war eine geile Zeit. Es war eine wirklich geile Zeit und vor allem das Gameplay war ultra cool. Man konnte so schön schießen, man konnte so schöne Sachen machen. Das Spiel hat mich komplett in seinen Bann gezogen und abgeholt. Daher auch meine Leidenschaft, die geboren war für dieses Spiel mit späteren Freunden. Dann natürlich auch die ganz klassischen Couch-Sessions gemacht. Kasten Bier in die Mitte und einfach Spiele gezockt, Turniere gezockt. EM, WM, Champions League adäquate Pokale, die man erstellen konnte und es hat einfach ultra viel Spaß gemacht. Mit Freunden zusammen in einer Mannschaft gespielt, auch mal gegeneinander gespielt. Es gab Cups, es gab Offline-Turniere, es hat ganz viel Spaß gemacht. Meine Leidenschaft für das Spiel war geboren und sie ist in gewisser Weise bis heute bei all seinen Schwierigkeiten von Konami, was diese Serie angeht, trotz alledem geblieben und sie ist immer noch ein Stück weit da. Wie gesagt, zum E-Football-Konzept gibt es nochmal ein separates Video von mir die Tage. Da werde ich dann auch in ähnlicher Form, so wie jetzt, mit einem Real-Talk-Video einfach mal Stellung beziehen. Das war die schöne heile Welt von Pro Evolution Soccer, das dann in jährlichen Algorithmus rausgekommen ist, immer im Herbst eines jeden Jahres, frisch zur neuen Fußballsaison. Wir konnten dann Meisterliga spielen. Später gesellten sich dann auch natürlich im Laufe der Jahre Online-Modi hinzu. Das habe ich mal mehr, mal weniger gespielt zu dem Zeitpunkt, als das dann so langsam Mode war. Aber ansonsten habe ich sehr, sehr viel offline gespielt und viel Spaß gehabt. Meisterliga, wie gesagt, Pokale, alles super schön, das Gameplay immer wieder schön. Manche Teile waren nicht so schön, wenn ich an PES 6 denke, was da damals die PC-Community an Modding hatte. Du konntest dir mehrere hundert Stadien runterladen. Wer den Evo-Patch noch kennt, das war ultra genial. Du hast Musik, du hast Tormusik gehabt zu den einzelnen Clubs. Alles, was du wolltest, konntest du einspielen und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Das war eigentlich, was diese Sache angeht, fast die Hochwelt von Pro Evolution Soccer. Die Jahre danach, auch nach PES 6, habe ich es natürlich logischerweise ultra gerne gespielt. Und die Leidenschaft ist eigentlich immer da gewesen von Konami. Es war immer ein relativ biederes Spiel von der Präsentation, muss man sagen. Das war nie Konamis Stärke, aber
auf dem Platz konnte das Spiel eigentlich immer überzeugen. Ja, sicherlich gab es auch mal den einen oder anderen Ableger. Ich glaube, PES 2014 war es damals, der ja dann auf der PlayStation 4 erstmalig irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Wer sich daran noch erinnern kann, du konntest nur Ballbesitzfußball spielen, weil es ging gar nichts. Ja, Pass. Pass. Es war keine Bewegung drin, irgendwas ist da damals mit der Portierung dann oder diesen Schritt von PS3 auf PS4 irgendwie passiert, aber sie haben dann auch immer wieder im Prinzip die Serie wieder hinbekommen. Das ist meine Hochzeit von Pro Evolution Soccer und die muss man wirklich auch bis heute lieben. Was möchte ich eigentlich noch dazu sagen? Natürlich gab es immer mal wieder Teile, wo das Gameplay sehr gut war. Es gab auch welche, wo es manchmal nicht ganz so gut war, also für Pro Evolution Soccer Verhältnisse. Aber wir haben uns das Spiel jedes Jahr gekauft. Und das ist eigentlich ein hochinteressantes Stichwort. Denn hat das Spiel in den ersten Jahren neben FIFA quasi noch existieren können. Ich möchte jetzt sagen, mit ähnlichem Konzept, FIFA ja auch damals die ganzen Offline-Spiel-Modi sehr arcade-lastig im direkten Vergleich, aber jedes Spiel hatte seine Daseinsberechtigung. Und dann kam natürlich irgendwann diese doch neue Welt. Online wurde zunehmend attraktiv. Ich will noch gar nicht jetzt von Kartenspiel-Modi reden, sondern einfach von dieser Tatsache an sich. Und ab dem Zeitpunkt ist FIFA einfach durch bessere Ideen, durch mehr Vielfalt in den Spielmodi in die Breite gegangen und hat natürlich auch dank der insgesamt natürlich besseren Lizenzpakete schnell die Spieler auf der Welt begeistern können und ist heute jedes Jahr eins der meistverkauftesten Videospiele überhaupt auf den Markt. Ach, das muss man im Hintergrund behalten, Leute. Das muss man einfach im Hintergrund behalten, wenn man diese ganze Situation verstehen will. Pro Evolution Soccer hat Marktanteile verloren im Laufe der Jahre. Natürlich haben sie immer das realistischere, das geilere Gameplay gehabt, aber das allein war am Ende dann auch nicht mehr zunehmend ausschlaggebend für viele, es zu kaufen, sondern einfach zum breiter aufgestellten FIFA zu wechseln. Jeder in der Klasse hatte FIFA, wer hatte schon Pro Evolution Soccer? Die Thematik hat auch noch eine Rolle gespielt. Irgendwann gingen die Käufe immer weiter zurück und in den letzten Jahren hat Pro Evolution Soccer einfach erkannt, es kann mit dem Konzept so nicht weitergehen und ich gehe auch davon aus, dass sie so einfach wirtschaftlich in diesem Bereich wohlgemerkt. Ich kenne die Konami-Aktie, kenne auch die Bilanzen der letzten Jahre, gerade erst vor ein paar Tagen mal wieder angeschaut. Aber in diesem Videospielbereich einfach haben sie erkannt, dass dieses nebenher einfach so nicht mehr weitergehen kann. Und dann hat man sich einfach für das eFootball-Konzept entschieden. Dazu gibt es noch ein separates Video, ob man das alles gut findet. Natürlich nicht, aber eins muss man natürlich auch sagen. Auch Videospiele und Videospielhersteller, Entwicklerstudios sind am Ende des Tages Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsunternehmen können einfach nur leben, überleben, Gehälter zahlen und so weiter und so fort, wenn sie ihre Produkte und Inhalte an den Markt bekommen, sodass sie Einnahmen generieren können. Und ich habe ja argumentiert, die Spirale der Verkäufe zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Das heißt, Konami hat in den letzten Jahren, ich denke so Ende der 2010er meines Erachtens nach, erkannt, dass das so mit diesem 1:1 nicht weitergehen kann. FIFA bringt jedes Jahr einen Teil raus und wir bringen jedes Jahr einen neuen Teil raus. Marginale Verbesserungen, aber am Ende des Tages muss man sagen, ging dieses Neben-FIFA-Leben immer weniger für Pro Evolution Soccer auf und das ist sicherlich eine der Hauptgründe, warum man sich für das eFootball-Konzept entschieden hat, so wie es das heute gibt. Und das muss man auch ganz klar sagen, aus Firmensicht verständlich. Natürlich holt uns Offline-Spieler
Pro Evolution Soccer, dieses ganze Konzept, was wir seit der ersten Stunde alle lieben, egal ob ihr, wie ich, Ende der 90er Jahre eingestiegen seid in dieses Spiel und das Konzept oder von mir aus Mitte der 2000er oder erst in den 2010ern, spielt doch nicht die Rolle. Jeder hat irgendwann die Leidenschaft für dieses Spiel für sich entdeckt und natürlich Pro Evolution Soccer habe ich jedes Jahr. Ich kriege meine Spielmodi, die ich haben will, die ich brauche. Offline und auch wenn es online was gibt, ich will Karriere spielen, ich will Meisterliga spielen, das ist meins. Aber wir müssen heute akzeptieren, goodbye Pro Evolution Soccer. Dieses Konzept ist Geschichte, Leute. Und ich glaube, aus heutiger Sicht, natürlich soll man niemals nie sagen, aber ich glaube einfach aus heutiger Sicht, dass wir dieses Konzept wahrscheinlich so, wie wir es kannten, nicht mehr zurückbekommen werden. Wie gesagt, ich werde im eFootball Real Talk auch nochmal Stellung dazu nehmen, wie ich eigentlich Offline-Spielmodi in eFootball, für wie wahrscheinlich ich das ganze Thema halte und auch ein paar andere Sachen, was mir an dem Konzept gefällt und was eben nicht. Da werde ich nochmal separat zu reden, aber Pro Evolution Soccer in der Form, wie wir es alle geliebt haben, gibt es nicht mehr. Es gibt dieses Konzept nicht mehr. Und es wird es so schnell auch nicht mehr geben. So leid es mir tut es selber auch leid, bin ein Riesenfan von dem ganzen Pro Evolution Soccer Paket, was wir damals jedes Jahr mit einem neuen Teil auch bekommen haben. Dann gab es mal da eine Lizenz mehr, da eine weniger. Egal, wir konnten editieren, war alles halb so wild, gab gute Editier-Mod-Teams. Und konnte man sich alles besorgen, das war alles halb so wild. Das gibt es in dieser Form heute leider nicht mehr. Und Pro Evolution Soccer, wir müssen einfach jetzt auch endlich mal sagen, es ist Zeit, Tschüss zu sagen, time to say goodbye. Es geht jetzt für mich gar nicht darum, mit diesen Aussagen entsprechend eFootball zu beerdigen, sondern ich rede von den alten Ablegern, die es bis vor ein paar Jahren gab. Letztmalig mit PES 2021, das dem Vernehmen nach dann im Herbst 2020 erschienen ist. Aber dieses Konzept gibt es so nicht mehr und das wird es sehr sicher so ganz schnell nicht wiedergeben. Und das ist natürlich für uns sehr schade. Ja, das ist sehr schade, aber man muss der Realität da auch ins Auge sehen. Und ich sage mal, ich persönlich habe es für mich zumindest insoweit akzeptiert, dass ich sage, mir macht auch von eFootball insgesamt das Gameplay noch Spaß, für mich noch deutlich besser als jedes andere Fußballspiel am Markt. UFL sieht neben dem Platz sehr gut aus, wird aber nach meiner Einschätzung auf dem Platz nicht gut sein, auch zum Release nicht, muss ich ganz klar sagen, ist aber nochmal ein anderes Thema. Das ist Pro Evolution Soccer und ich denke, und das muss ich auch hier nochmal ganz deutlich sagen, ich möchte keinem die Hoffnung auf einen Meisterliga-Modus nehmen oder ähnliches, aber für mich sieht es aktuell überhaupt nicht danach aus, dass sie groß was in einen Editor- oder Offline-Modus in eFootball investieren, um auch die Offline-Fans zufriedenzustellen. Ganz ehrlich, als Free-to-Play-Titel, warum sollten sie das? Natürlich ist das ein bisschen kritisch auch zu sehen, denn sie haben es ja damals zumindest mal angekündigt, ohne eine Zeitachse zu nennen, auch das muss man sagen. Aber sie werden auch der Sache Rechnung tragen, dass ein Großteil der eFootball-Community scheinbar mit dem, was das Spiel bietet, zufrieden ist. Sie haben ihre Einnahmen, vor allem im Handybereich. Und ob wir das alle gut finden oder nicht, ich denke, das sind Fakten, die auch unumstößlich sind und die auch eine Meisterliga durchaus verhindern. Wie weit die Entwicklung war oder ist, ob man daran noch arbeitet, Konami gibt einfach nichts bekannt und das ist ultra schade. Vielleicht droppen sie es dann doch im Herbst nächsten Jahr, beziehungsweise dieses Jahr. Es ist alles durchaus denkbar und möglich. Aber
wir müssen uns leider, und da muss ich jedem die letzte Hoffnung nehmen, von diesem alten Konzept verabschieden. Das wird es so nicht mehr geben. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt euch damit ein Stück weit arrangieren, weil ihr das Gameplay geil findet. Und das ist die Gruppe, zu der ich auch gehöre. Ich spiele es mal mehr, mal weniger häufig, habe auch meine Pausen in dem Spiel, hab aber auch immer mal wieder meine Seasons, wo ich Bock drauf habe, ein bisschen zu grinden, zu spielen, neue entsprechende Fähigkeiten zu nutzen und so weiter und so fort. Das ist aber die Wahrheit von Pro Evolution Soccer. Es ist aus meiner Sicht time to say goodbye zum alten Konzept. Das werden wir nicht mehr wiederbekommen. Und jetzt gibt's einfach zwei Möglichkeiten. Entweder wir können uns grundsätzlich damit arrangieren oder eben nicht, aber liebe Experten, immer mal wieder auch von den gleichen Leuten von euch unter meinen eFootball-Videos die gleichen Kommentare. Leute, wenn euch das Spiel nicht mehr interessiert, dann lasst es doch links liegen. Nur mal als kleiner Tipp, denn mich würde das unfassbar ärgern, wenn ich mich immer über ein Videospiel aufregen würde, dann lasse ich es einfach liegen. Leute, jetzt gerne Feedback geben. Wie findet ihr das Ganze? Wie seht ihr das? Könnt ihr mir beipflichten? Habt ihr noch Hoffnung auf Offline-Spielmodi im aktuellen eFootball? Lasst es gerne mal in die Kommentare rein. Und wie gesagt, gerne Feedback geben. Ansonsten Dankeschön fürs Reinschalten. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.